Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute zu Folge Nummer 4. Wenn nicht, ist deine Schuld, nicht meine. Es geht wild weiter, denn letzte Folge hat ja die Princess sich ordentlich gegönnt. Erst Jessie, dann Paula, dann wieder Jessie. Ich glaube, dann wieder Paula. Wer weiß es denn noch? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, es ging wild her, was natürlich absolut unserem Gusto entsprochen hat. Ja, kann man machen. Genau so geht es auch heute weiter. Und da freuen wir uns, oder nicht? Ich würde sagen, ihr schnallt euch an für Folge Nummer 4. Halt, stopp! Wer die ganze Folge noch mehr nachsehen will, der tut es doch sehr gern auf RTL Plus. Und ich habe euch letztens nach tollen neuen Sprüchen gefragt. Und es gab einen, den hatte ich hier gerade auf. Jetzt habe ich ihn weggescrollt. Meine Güte, wie professionell kann ein Mensch denn sein? Moment. Girl, you better wake up. Willst du deine Ehre nicht verlieren? Drück einfach auf Abonnieren. Wow. Dafür sage ich vielen Dank an Marlene, die Gute. Sehr gut gemacht, Baby. Und ich würde sagen, halt, wir starten noch nicht rein, denn dieses Video wird heute hier und jetzt gesponsert von Abend Angels. Wer die noch nicht kennt, der bleibt jetzt dran. Und der Rest auch, habt ihr mich verstanden? Wir starten rein. Oh, ich bin sehr gespannt. Du? Abend Angels ist ja schon fast ein fester Kooperationspartner hier auf diesem Kanal, würde ich mal behaupten. Und warum ist das so? Weil ich die geil finde. Läuft! Die machen geile Arbeit, die machen geile Klamotten. Ansonsten geht nichts. Ich will jetzt aber gar nicht zu viel verraten, denn vielleicht kennen die ein oder anderen von euch Abend Angels noch überhaupt nicht. Wow, okay. Abend Angels ist nämlich ein Kölner Fashion-Unternehmen, was nachhaltig ist. Und das machen sie auch nicht erst, seitdem das Wort Nachhaltigkeit so zum Trendwort mutiert ist. Nee, das haben sie schon vorher gemacht. Da sage ich auch schon mal top. Sehr gut gemacht, Baby. Heute geht es hier um die Activewear Collection. Zeige ich euch gleich ein paar Teile, ein paar Pieces, ne? Da werde ich euch noch ein bisschen was zu erzählen. Da gucken wir auch direkt mal rein, oder? Ist das was? Die Leggings und Bralettes bestehen aus 93% recycelten Fasern. Hauptbestandteil ist hier recyceltes Polyamid, das zu 100% aus Produktionsresten gewonnen wird. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, die zwei Teile sind sehr fest und wenig flexibel. Also so flexibel aber dann doch. Ich habe sehr lange Capoeira gemacht, also den brasilianischen Kampftanz. Dann hier dieses geile Top in einem geilen Fit, geiler Stoff, geile Farbe. Was will man mehr? Und dazu passend ein Sweatshirt. Das ist jetzt zum Beispiel aus 98% Biobaumwolle und 2% Elastan, also viel weicher als Leggings und Bralette. Mir schlottern die Knie so, weißt du. Wer jetzt Bock hat, da was zu shoppen, sehr gerne, Bühne frei. Ich habe auch heute wieder einen Code für euch. Nee, es ist kein Code. Ja, passt auf. Ab einem Einkaufswert von 70 Euro, egal was ihr kauft, kriegt ihr ein Handtuch dazu geschenkt. Oh. Und zwar mit meinem Code Polschevita, alles groß, unterstrich AA für die allerbeste, klar. Spaß. So sieht das Handtuch aus. Ich habe mir das Orangene bestellt, weil das sehr gut zu meinem Bra passt. Das könnt ihr Sport mitmachen, könnt es mit an den Strand nehmen. Das ist voll geil zum Reisen, weil es halt super leicht ist. Was für eine Frau denn mehr? Also kann man mal machen, kann man mal machen. Auf jeden Fall, ihr Süßen. Ich würde sagen, wir starten zurück ins Video. Gönnt euch. Link dazu wie immer unten in der Beschreibung. Guckt euch um, wie ihr wollt. Und ich sitze jetzt wieder mit meinen Activewear-Klamotten rum und ja, lebe mein Leben. Dafür sind sie nämlich auch da, oder? Ja. Ah ja. Also das Shit. Ehrlich, das war richtig geil. So, und jetzt geht's aber wirklich in die Folge. Also es ist halt schon so, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und schon so dachte, dass ich schon richtig doll Bock habe, Hannah heute zu sehen. Ich habe schon viel über den Kuss und über das Gespräch vor allem nachgedacht von gestern. Ja, und habe einfach richtig doll Lust, das jetzt irgendwie auszubauen. Das jetzt irgendwie auszubauen in einem Übernachtungsdate zum Beispiel oder einfach ein kleiner Moment irgendwo in der Ecke. Also, da wird sich schon noch was finden, dass ihr da ordentlich ausbauen könnt. Wie hast du denn geschlafen? Ganz gut. Bei Paula und Dora scheint es nämlich ordentlich zu laufen, kann man sagen. Ne? Die verstehen sich nicht nur gut, da ist auch noch ein bisschen mehr. Ich finde die auch sehr, sehr attraktiv. Da ist die Charlotte in Schockstarre. Entschuldigung, Paula, du bist hier für die Prinzess. Halt's Maul. Klatsch. Na, nicht so schlimm. Ich finde Hannah genauso attraktiv. Ich bin wegen Hannah hier, nach wie vor. Ja, gut. So. Und auch gerade nach gestern habe ich halt Bock auf mehr. Ja. Ich kann es nicht so richtig greifen, weil ich gerade nicht weiß, was das ist. Aber guck mal, wenn sie beide gleich attraktiv findet, ne, dann ist ja der Unterschied,
dass mit der einen verbringst du so den ganzen Tag und mit Hannah vielleicht mal 1-2 Stunden. Also könnte gefährlich werden. Also ich mag Dora halt wirklich gern. Ja, keine Ahnung. Also Dora und ich haben, glaube ich, einfach schon so eine gegenseitige Anziehung auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht uns beiden halt genau gleich. Ach du Scheiße, die meint es ernst. Wir wollen ja beide eigentlich auch Hannah kennenlernen. Oh Mann, das ist aber so traurig, weil im Endeffekt sind sie doch da, um eine Frau zu finden. Und wenn es dann halt Dora oder Paula, also füreinander ist, dann sollte das doch auch okay sein. Okay. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen, es gibt wieder, doch ich spür, du bist anders. Oh Mann, ey, das ist zuckersüß, nur mit dem Lied, ich heul hier gleich. Ich merke das einfach voll, wenn wir so hier sind, dass ich halt schon sehr auf Paula fixiert bin. Ich bräuchte jetzt, dass Hannah mir auch ein Signal von sich aus sendet, dass sie auch zeigt, ich will dich kennenlernen. Sonst bin ich weg. Sonst nehme ich mir Paula und dann ab durch die Mitte. Hannah, hast du das gehört? War schön. Okay. Jetzt gibt's hier Brief von der Prinzess herself. Gucken wir mal. Was steht heute für ein spannendes Date an? Liebe Ladies, die Welt sollte sich bunter gestalten und ihre Farben nicht für sich behalten. Als mein Name heute auf jeden Fall nicht im Brief stand, war ich schon auf jeden Fall enttäuscht. Die ist enttäuscht, aber sie hat noch mehr zu sagen. Also ich habe so langsam das Gefühl, dass vielleicht so die ersten kleinen Anzeichen kommen für ein bisschen Eifersucht vielleicht. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Aber es ist doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ich will auch nicht reden. Ach Mann, Maria ist fick und fertig. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen traurig. Ich muss einfach geduldig sein, der Tag ist nicht vorbei. Aber irgendwie, ich hab's echt das Gefühl, ich rutsche immer runter. Mann, sei nicht traurig. Warum? Ich will mein Einzeldate haben. Ja, aber ich glaube, nicht jeder hat da ein Recht auf Einzeldate. Also, das wäre ja zu schön, wenn da wirklich jeder ein Einzeldate bekommen könnte. Das geht gar nicht. Die Kapazitäten sind nicht da. Liebe Maria. Hey, wir verstehen uns total gut und gehen jetzt auf ein Date, wo wir die gleiche Frau daten. Ja. Ja, klingt doch nach einem schönen Nachmittag. Ja, ich freue mich. Charlotte ist definitiv dabei, wenn auch. Ich habe richtig Bock, die Hannah wieder zu treffen. Bin top motiviert. Gib jetzt Vollgas. Die Kati. Super. Ist ganz schön hübsch aus. Ja, gut. Danke. Oh mein Gott, ist das süß. Paula, du siehst ganz schön hübsch aus. Ja, Meine Güte. Ich werde bestimmt auch ein bisschen noch nicht denken. Ah, jetzt wollen sie wieder auf die Schiene, da läuft was. Oh shit. Ich muss mir schon bewusst sagen, hey, stopp, du bist nicht wegen Paula hier. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich bin voll happy mit dem Date und ich fände es auch schön, dann neben der Zeit in der Gruppe auch nochmal mit Hannah zu zweit, aber muss ich mal gucken, ob sich das dann ergibt. Das war einfach der Schnitt danach. Sie hat eine ganz andere Frise, andere Klamotten etc. pp. Also, den Braten, den verstehe ich noch nicht so ganz. Für mich ist es, ich finde es okay. Wir gucken mal zum Date. Es wird allerhöchste Zeit, Katharina, Dora und Charlotte heute mal kennenzulernen, weil die vorher auch noch nie bei einem Date dabei waren. Und ich freue mich total, dass die heute dabei sind. Was sagt ihr zum Look von Hannah? Ich finde es eigentlich cool, aber eigentlich denke ich mir irgendwie momentan halt immer wieder so, sie ist ein bisschen verkleidet, weil sie auch meinte, sie trägt keine Farben. Was sehe ich da Farben? Ich sehe da Orange auf ihren Kopf, ich sehe da Orange auf ihren Nägeln. Wer ist das? Da werden wir heute, wie ihr sehen könnt, Graffiti machen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Cool. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Noch nie. Ja. Da muss ich sagen, bin ich hochgradig schockiert. Keine von denen hat jemals ein Graffiti gesprayt. Was habt ihr denn gemacht in eurer Kindheit? Ich hatte ein Nickname, ich hatte ein Blackbook, ich hatte alles. Wo habt ihr die denn? Die ist wirklich ganz gefährlich. Auf uns, auf das heutige Date. Auf das heutige Glas. Ja, danke dir. Tschüss. Katharina sagt ciao, bis morgen. Was sagt ihr zu Perfektionismus? Ich sag's mal so, ich denke, Perfektionisten haben es schwerer im Leben, weil sie viele Dinge einfach erst gar nicht anfangen oder beenden, aufgrund des Perfektionsgedanken. Und das ist sehr schade. Nein! Ja, auf meinen Arm. Bei Laura spüre ich auf jeden Fall eine gewisse Spannung zwischen uns. Und ja, sie ist einfach total niedlich. Süß. Aber wundert mich auch nicht, die hatten ja schon ein Einzeldate. Jetzt wurde Laura wieder eingeladen. Da ist was. Die Laura ist ein lebendes Kunstwerk. Oh Mann, und die stehen da so daneben. Kannst du mich auch mal ansprühen? Aber es macht sie jetzt auch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie nicht so krass an mir interessiert war. Auch als es darum ging, so die T-Shirts zu bemalen, war für mich dann nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, obwohl ich eigentlich schon griffbereit mit der Flasche da stand. Ich stand da schon griffbereit mit der Flasche, ne? Dass die Zeit nicht mehr da war, ändert an diesem Fakt nichts. Hast du vielleicht Lust, mir ein Smiley auf den Bauch zu malen? Ja, so klar. Oh, wie traurig. Jetzt muss sie da echt hingehen und sagen, kannst du mir auch noch was drauf sprühen? Also hat sie es wirklich bei jedem gemacht, nur bei ihr nicht. Aber dann zeigt ja Hannah wirklich auch Desinteresse. Also da
Muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlimm, weil sie muss da ja auch nichts vorheucheln. Im Endeffekt geht es darum, dass sie da ihre Traumfrau findet, aber wenn du allen was irgendwie aufs T-Shirt sprayst, da kannst du auch nicht eine einfach so eiskalt ausschließen. Ja, nice, danke. Bitte. Irgendwie war das ein bisschen cringe, die arme Katharina. Ich komm nicht ohne Brief wieder! In der Villa, großes Gejubel, Geschrei etc. pp. Warum? Natürlich, weil es einen Brief gibt. Ach du Scheiße. Maria, beruhige dich bitte, beruhige dich. Der Name steht sowieso schon drin oder was weiß ich, da in dem Brief steht. Das kannst du jetzt auch nicht mehr ändern mit deinen Stoßgebeten. Also als Teil mit dem Brief reingekommen ist, ich musste kurz mit mir selber reden und mir Kraft geben, um ruhig zu sein. Ich muss eine Sache sagen, ne? Die Bauchbinden, also das ist das, was ihr da unten seht, habe ich so gelernt. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Da unten steht ja jetzt Maria, 30, italienische Drama Queen. Die werden einfach immer besser. Es ist egal, Mann. Ich liebe das eh. Liebe Ladies, was ist die Grundzutat für jedes gute Essen? Richtig, die Liebe. Oh, ich muss weinen. Paula! Wieso musst du jetzt weinen, weil Paula dran ist? Ist das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Hast du Lust, dich mit mir auf eine kulinarische Reise zu begeben? Und auch wenn wir nicht wortwörtlich verreisen werden, solltest du an deine Zahnbürste denken! Das heißt, erstes Übernachtungsdate. Gucken wir mal, wie die anderen Mädels das hier jetzt so aufnehmen. Besonders unsere italienische Drama Queen. Ich musste abhauen von der ganzen Gruppe. Ich musste kurz meine Momente nehmen. Ich denke mir, aua. Also ich meine, ihr habt gestern euren Moment gehabt und bei Anna war nicht genug. Sie wollte mehr von Paula haben. Und wo bleibt Maria? Das finde ich... Ich habe die Fahne noch gar nicht rausgeholt. Momentchen, Popentchen. Rote Fahne, weil, ey, sorry. Du hast hier also gar keinen Anspruch auf irgendwas. Oh, die Bauchbinde. La Traviata Akt 1. Gefällt mir. Das war, glaube ich, so ein Mix aus allen Gefühlen zugleich. Also auf jeden Fall Aufregung, Freude natürlich mega. Ich frage mich, ob die so leicht ein schlechtes Gewissen hat, weil die eigentlich schon mit Dora anwandelt. Das würde mich mal interessieren, ob das überhaupt noch thematisiert wird. Ob die Princess überhaupt jemals davon etwas erfahren wird. Auch ein bisschen Angst. Als ich das Wort Zahnbürste hörte, war ich natürlich so... Ich war einfach geschockt des Todes. Okay, jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Ja, natürlich wäre ich gerne an ihrer Stelle. Ich würde gerne dieses Date haben. Aber ja. Die weint. Fand ich halt auch geil, was da stand. Hat die Prinzess schon zweimal geküsst. Sitzt da aber und heult. Ja. Vielleicht bin ich auch schon wieder abgeschrieben, weil es so schnell ging. Nee, das glaube ich nicht. Ich sag mal das doch nur, um zu hören. Nee, das glaube ich nicht. Gut, dass Caro da die richtigen Worte gefunden hat. Ja, das ist einfach schwierig. Es tut mir jetzt schon leid, dass die so doll weint, ne? Eigentlich ist es auch unfair, aber genauso funktioniert halt die Show, ne? Deswegen halte durch. Ich werde dich lieben, auch wenn du es gerade nicht kannst. Mann, diese Musik dazu. Ich hör dir gerne zu. Ich muss akzeptieren, es ist halt so. Ja, da hat sie absolut recht. Das muss sie akzeptieren. Und im Endeffekt, ich glaube zum Beispiel, Jessie wird sehr weit kommen, wenn nicht sogar gewinnen. Also entweder Paula oder Jessie, ist meine Meinung. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und da wird noch so einiges auf sie zukommen, kann ich mir vorstellen. Da muss er echt ein hartes Fell haben, ne? Viel akzeptieren. Honey. Ganz ehrlich? Mein Herz blutet, wenn ich euch so weinen sehe. Ich will mein Zeit endlich mal haben, alleine und ich will... Ah. Ich bin hier wieder zur italienischen Drama Queen über. Die hat sich jetzt hier sowas auf den Kopf gezogen, dass sie ein spitzenschwarzes Tuch vor ihrem Gesicht hat. Es erinnert mich, als würde sie auf eine Beerdigung gehen und damit ihre Trauer verstecken wollen. Ich glaube, genauso fühlt sie sich hier heute auch. Warum sieht Anna mich nicht? Und hier geht's weiter. La Traviata, Akt 2. Drama. Drama. Wir gucken zurück aufs Date. Hannah hat jetzt gerade mal Dora angesprochen, ob sie Bock hätte auf ein Einzelgespräch. Bei Dora habe ich immer so ein
gemischtes Gefühl, weil ich würde sie gern kennenlernen, aber sie macht es mir nicht unbedingt so einfach oder vielleicht auch sich selber nicht so einfach. Ja, wärst du mal Paula. Wärst du mal Paula, dann würdet ihr euch schon in- und auswendig kennen. Wir lassen es einfach so im Raum stehen. Ich hoffe, dass ich sie da ein bisschen aus der Reserve locken kann. Hat es denn jetzt was so für dich zu bedeuten, dass du uns jetzt oder mich jetzt ein bisschen später eingeladen hast? Ich dachte am Anfang, du bist ein introvertierter Mensch. Mhm. Aber ich brauche schon auch ein bisschen Zeit, um so aufzutauen. Aber das finde ich auch geil, ne? Dass die Princess von der denkt, sie denn ist. Sie ist ein introvertierter Mensch, weil für mich strahlt die Princess das irgendwie voll aus. Aber jetzt ist natürlich auch wieder, was ist die Definition von introvertiert und extrovertiert? Ziehst du Energie daraus, mit Menschen zusammen zu sein oder eben nicht? Etc. pp. Ich weiß ja nicht, wie die das sehen, ne? Was die Princess sich darunter vorstellt. Aber irgendwie. Ach, ist es ganz schwer zu sagen. Ich bin auch eher, muss ich sagen, brasilianisch aufgewachsen als deutsch. Wir sind immer sehr, sehr laut von der Familie her. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie so im Leben brauche. Ich finde das voll schön. Ist da wirklich ein guter Moment, die Princess da jetzt zu unterbrechen und das mal kurz einzuwerfen? Also ich brauche, glaube ich, so einen Menschen, der mich auch zur Ruhe bringen kann in bestimmten Situationen. Aber gleichzeitig brauche ich auch einen Menschen, der so ein bisschen verrückt ist. Der und so deinen Vibe halt auch hat und das mit dir fühlt. Genau. Ich denke, die Dora kann alles, weil die kann sich anpassen ohne Ende. Mir ist es so, ich kann halt krasser Kopfmensch sein, ich kann aber auch krasser Bauchmensch sein. Und sobald ich mich wohlfühle, bin ich halt null Kopfmensch. Wie soll sie da jetzt wirklich in diese Bauchmensch-Gefühlslage kommen, wenn sie sich überhaupt nicht richtig öffnen will, der Hannah gegenüber, weil sie sie halt überhaupt nicht kennt, ne? Kann man irgendwie auch nachvollziehen. Drehst du manchmal durch, oder? Ja. Ja? Ich glaube schon extrovertiert, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ein bisschen Alkohol, ein bisschen... Ach komm, ich halte doch mal den Mund. Echt? Okay. Das ist so komisch, ne? Sie glaubt ihr das einfach nicht. Das Gespräch mit Dora hat mir auf jeden Fall eine neue Seite von ihr geöffnet. Und das hat mein Interesse geweckt, auf jeden Fall. Aber krass, ne? Mit Paula hat sie jetzt nichts angesprochen, aber warum auch? Ganz ehrlich, warum? Hätte eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Hätte ja sofort... das Gespräch irgendwie so ein bisschen gekappt, ne? Schon das Gefühl, dass eine Tension da ist. Also ich habe das auf keinen Fall jetzt als neutrales Gespräch wahrgenommen. Deswegen glaube ich, dass das auch auf Gegenseitigkeit beruht. Dann ist es schön. Aber ist jetzt Paula abgeschrieben oder wie sieht's aus? Willkommen zurück. Willkommen zurück. Hättest du noch mal Lust zu quatschen? Ja, super gerne. Ja? Ach, endlich. Endlich mal mit Katharina. Bin ich ja mal gespannt. Ob sie sich jetzt beide Schock verlieben. Das war mega gut. Bist du ein bisschen verschossen? Flirtmodus on. So, jetzt Katharina und Hannah haben sich hier hingesetzt und Katharina brennt eine Frage auf den Lippen. Und zwar, wie fest steht das eigentlich, dass Hannah auswandern will? Das wurde ja hier schon mal öfter angesprochen. Also ich muss sagen, ich will mich da gar nicht festlegen. Okay. Und ich glaube auch, das ist immer abhängig von dem Menschen, den man kennenlernt. Es ist einfach ein Wunsch von mir, ein Wunschgedanke, den ich habe, auszuwandern. Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, man wünscht sich einen Hund. Dann lernst du einen kennen, der ist immer nur auf Jück und den Lifestyle willst du auch. Und dann denkst du, ja, vielleicht passt ein Hund jetzt noch nicht unbedingt in mein Leben. Aber eigentlich ist es schon ein Wunsch von mir, irgendwann mal einen Hund zu haben. Vielleicht jetzt nicht in diesem Zeitraum. Ach, ist Hund ein schlechtes Beispiel eventuell? Auf jeden Fall. Nee, aber ich verstehe total, was sie meint. Also dieser Wunsch ist da, aber ob es jetzt passt mit einer Partnerin oder nicht und ob die das auch will, das kann sich ja dann immer noch alles zeigen. So, ne? Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wärst du auch offen, wenn du eine Partnerin kennenlernst und sie sagt, ja, lass auswandern? Für mich war das nie ein Thema, weil ich aus Köln nie rausgekommen bin, außer fürs Auslandssemester. Ich dachte, die sagt, weil ich aus Köln komme, da wandert man nicht aus. Ist so. Deswegen kann ich es mir einfach irgendwie so praktisch auch noch gar nicht vorstellen, wie das sein wird, so ohne die Familie. Ja, das ist natürlich ein Faktor, muss ich sagen. Als ich jetzt ein Jahr auf Bali gelebt habe, ich bin jetzt nicht so, doch, ich bin schon Familienmensch, bin ich auch erst geworden im Alter. Die Videos hier schon länger verfolgen, die wissen das. Aber Familie nah zu haben oder bei sich zu haben, wenn man das immer hatte und dann auf einmal nicht mehr, das ist schon scheiße. Es ist scheiße und FaceTime hin oder her, es ist einfach was anderes, ob man da irgendwie mal FaceTimet oder zusammen Dinner hat und viele Gespräche und so. Ne? Das muss man sich bewusst sein, aber trotzdem gibt es ja auch Flüge und man kann ja... auch mal hin und zurück. Man muss ja nicht direkt nach Bali auswandern. Kann man ja auch Gran Canaria, wie Dominik. Gar kein Problem. Ich glaube, da fliegst du 2 Stunden hin oder was, ne? Ich meine, die Natur sagt Danke. Nee.
Ich muss sagen, dass ich es jetzt noch nicht so richtig gefühlt habe, eine tiefere Connection mit ihr zu haben. Ich glaube, ich bräuchte tatsächlich noch mehr Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich diese Zeit noch habe. Mann! Aber gut, genauso läuft halt Princess Charming. Die Mädels müssen natürlich auch merken, wird's was oder nicht? Oder wie du was, ne? Kann ja nicht sein, dass die alle damit machen, die das verknallt in die Princess. Boah, ich glaube, Kathi findet die schon ganz toll. So, jetzt gucken wir zur nächsten. Paula, die macht sich ja jetzt ready fürs Übernachtungsdate. Wie ist da die Gefühlslage? Doch, finde ich geil. Ja, es ist hot so. Mhm. Also das Beste, was heute passieren könnte, wäre auf jeden Fall, dass wir einen ähnlichen Humor haben und dass es einfach irgendwie harmonisch läuft. So der Abend, aber auch die Nacht. Ich freue mich sehr auf Hannah. Das ist wirklich das Beste, was passieren könnte, dass wir denselben Humor haben und es harmonisch läuft. Paula, wem willst du denn das erzählen? Als ob wir uns nicht alle hoffen, da läuft noch mehr. So ist es. Keiner da? Ja, oh Mensch, die sind ausgewandert. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Vielleicht wird jetzt noch schlimmer. Ach du Scheiße, jetzt wird's ja alles ein bisschen unangenehm. Die Mädels kommen nach Hause, aber bei den Mädels in der Villa ist natürlich nicht die beste Stimmung. Ne? Maria ist noch am Heulen, Jessie ist am Heulen. Ja, toll. Der Oberhammer. Hallo Ladies. Ey, die T-Shirts sind richtig geil, ne? Mit was für einer Farbe habt ihr das gemacht? Rainbow. Graffiti so. Graffiti. War mega. War ganz voll auspowern. Also das verstehe ich jetzt nicht. Die Mädels stehen da mit den T-Shirts. Würde ich da hingehen, von einer von den T-Shirt-Mädels, und sehe, dass da eine hier so einen Vorhang vom Gesicht hat. Die andere, der wie wild den Rücken streichelt. Da ist mir doch sofort klar, dass die heult. Da ist mir doch sofort klar, ich erzähle jetzt erstmal nicht von meinem tollen Date, sondern frage, was ist denn hier los, Leute? Was geht ab? Wieso weinst du? Nö, nicht bei denen. Ihr kommt aber gerade in einer gewissen Trauerstimmung. Ja, ich sehe das schon. Wie geil sie das gesagt hat, oder? Ihr kommt gerade in einer gewissen Trauerstimmung. Also besser hätte man es nicht einleiten können. Paula ist beim Einzeldate mit Übernachtung. Echt jetzt? Nein! Da habe ich jetzt kurz gedacht, wie findet das eigentlich Dora? Gucken wir mal. Es hat schon ein bisschen was mit mir gemacht, dass jetzt Paula das Einzeldate bekommen hat. Ja. Och Mann, scheint wohl was schon ein bisschen zu sein, gefühlstechnisch, ne? Ich meine, das kannst du ja auch nicht abstellen. Da hast du die, weiß ich nicht, 3-4 Tage mit so einer tollen Frau, also Dora jetzt mit Paula, Paula mit Dora. Jetzt geht die da mit der Princess. Princess scheint ja wichtiger zu sein für Paula, auch für Dora. Blödes Gefühl. Ich habe Paula für das Übernachtungsdate ausgewählt, weil wir uns in der letzten Happy Hour näher gekommen sind. Weil ich ihr endlich mal meine Titten ohne BH in meinen weißen Rolli präsentieren soll. Hallo, was ist das für ein sexy Look? Meine Güte, da brauchst du einen Waffenschein für. Wir können keinen mehr drauflegen, ne? Das war echt super. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl bei ihr und ich wünsche mir, dass wir uns noch näher kennenlernen. Mhm, näher kommen. Hi. Hallo. Ich finde es so geil, wie Paula das ankommt. Hallo. Das ist ein Bewerbungsgespräch. Na? Na? Schön zu sehen. Du riechst gut. Wieder mal. Danke, du riechst auch gut. Möchtest du einen Wein? Hättest du Lust? Ich habe auf jeden Fall Lust auf einen Wein, ja. Na klar. Wird da gesoffen. Na klar! Ich bin aufgeregt auf jeden Fall. Und ich denke, ja, dass wir uns näher kommen werden. Mhm. Hoffen wir mal. So, was machen die? Die zwei kochen gemeinsam. Ja, ich möchte einerseits gucken, ob das menschlich einfach passt zwischen uns. Und auch, ob dieser sexuelle Reiz stärker wird. Ach so. Wenn der jetzt gehen würde, würde sie dann kein Interesse mehr haben. Ach, ich finde immer so sexuelle Reize, die entstehen auch erst. Sind die... Finde ich ein ganz schwieriges Thema. Wisst ihr ja. Was denkt ihr? So, Arsch bleibt Arsch, Credo bleibt Credo. So. Okay, wir müssen als erstes die Zwiebeln und die Karotten anbraten. Oh, ich bin noch nicht so weit. Guck mal her. Die Paula hat noch nie eine Karotte in ihrem Leben geschnitten. Die ist da seit Stunden dran. Komm, hilf mir mal ein bisschen. Ich mach das bestimmt. Oh, guck mal, du machst es auch viel cleverer als ich. Also, wie kann man denn cleverer eine Karotte schneiden, frage ich euch. Das frage ich euch. Nee, ich finde meine Schneidtaktik hier viel, viel besser. Da gibt's doch noch nur einen Weg, oder nicht? Hier, rote Fahne. Mein Gott. Ich zieh das jetzt hier durch. Ja, deswegen brauchen wir für die Lasagne dann auch 5 Stunden und nicht eine. Aber die Humorebene, ne? Die ist
ist genau mein Gusto. Du hast schon auch gern das Ruder einfach in der Hand, ne? Ja. Ja. Ein bisschen schon, also beim Kochen auf jeden Fall. Das wird ein bisschen erotisch. Leute, Ohren auf. Was denn, mach ich das nicht gut? Du machst es sehr gut. Ja. Ach, das sieht total gut aus. Erregt dich das? Vaskuläres Pochen, it in, motherfucker. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Aber jetzt mal ganz im Ernst, die geht ordentlich ran, ne? Würde ich da stehen, die ölt den Topf ein, dann fragt die mich das, hallo? Hallo? Kameras aus jetzt hier. Wie ist das mit dir, mit Beziehungen und Freunden? Also hat der Mensch, mit dem du zusammen bist, viel Kontakt zu deinen Freunden? Ist dir das wichtig? Also wer da sagt nein, da stimmt doch was nicht, oder? Wenn du doch einen langfristigen Partner suchst, Partnerin an deiner Seite, dann gehört die doch genauso dazu wie die Freunde. Also es ist doch alles ein Leben, oder separiert man da? So spätestens bei der Hochzeit so, hallo, ich stelle sie euch jetzt mal vor, ne? Aber wirklich nur für den einen Tag, danach kein Kontakt. Habt ihr mich verstanden? Also mir ist es schon sehr, sehr wichtig, dass meine Freundinnen und meine Kumpels irgendwie meine Partnerin mögen, so. Ja, das ist mir zum Beispiel nicht so wichtig. Weil da denke ich mir, wenn ich die Person wirklich mag, ja, und die jetzt nicht super toxisch ist, und du hast ein Problem mit der, dann kommt es halt auch ganz drauf an, was dein Scheißproblem ist, ne? Wenn das irgendwas Belangloses, Unnötiges, Kackiges ist, dann ist mir die Meinung zum Beispiel auch nicht so wichtig. Wisst ihr, wie ich meine? Wie sind die so drauf? Die sind sehr lustig. Die sind sehr, sehr lustig. Auch ein bisschen verrückt. Also ich meine, bist du denn selber ein verrückter Mensch? Ja. Also verrückt inwiefern? Ja, verrückt inwiefern, ne? Das ist hier wirklich die Frage. Also ich habe da eine ganzen Range an Definitionen für verrückt sein. Ich würde sagen, dass ich schon mal, keine Ahnung, Sachen mache, die du jetzt vielleicht nicht so erwarten würdest. Also ich bin ja mit Charlotte in einem Zimmer auch und Charlotte, also ja, aha, und auch mit Jessie und... Aha. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ne, was sie da jetzt droppt. Kann ja alles sein, ne? Aber ich denke hier an die ganz, ganz, ganz verrückten Sachen so. Ganz verrückt. Abends bin ich schon immer dafür zuständig, dass ich auch noch mal so ein paar Tiere nachmache. Und die müssen dann erraten, welches Tier das ist. Also, erstmal grüne Fahne, weil sie ist anscheinend harmlos. Sie ist anscheinend harmlos, wenn das verrückt sein ist. Bin ich doch beruhigt. Bin ich beruhigt. Ich bin richtig gespannt, was sie morgen erzählt. Ich auch. Es wird richtig aufregend. Bisher denke ich auf jeden Fall öfters an Paula. Ja, klar denkt sie öfter an sie, weil sie ist in der Villa. Wäre sie jetzt auf dem Einzeldate, wäre es vielleicht anders. Man weiß es nicht. Wie fühlt sich für dich an? Ja, nicht so locker. Also ich finde es schon krasser zu wissen, dass es Paula ist, als wenn, ja, als das, also so, das mit Paula wird mir mehr einen Stich geben, als das mit Hannah. Mann, diesen meinen Namen die ganze Zeit zu hören, das ist so crazy, ey, so crazy. Ja, also ich merke halt, dass ich Paula sehr gerne habe und ich merke das halt auch jeden Tag mehr so. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei uns läuft langsam was, ne? Ihr verbringt tausendmal mehr Zeit miteinander. Das fühlt sich auch ein bisschen verboten an, weil das ist ja nicht die Person, die ich toll finden soll. Ja, und vor allem, und ich denke, das ist halt noch okay, weil ich finde Hannah, also ich kann mir das vorstellen mit Hannah. Vor allem das mit heute hat mich auch voll beruhigt, wie sie das angefühlt hat. Deswegen ist okay. Aber es klingt doch so, als würde sie dann quasi Paula nur so lange benutzen, solange sie noch nicht an Hannah rankommt, oder? Das klingt irgendwie scheiße. Aber ich meine, Paula macht es ja genauso, von da ist es dann wieder okay. Ich würde sagen, ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Wenn nicht, ist deine Schuld, nicht meine. Wieso? Also ja, warum jetzt genau? Karotten so komisch geschnitten. Was? Ach, ich liebe diese Disses, ne? Die Disses überall, da sage ich grüne Fahne. Weil wer nicht über sich selber lachen kann, sorry. Der hat irgendwie den Sinn des Lebens auch nicht begriffen. Ich frage mich auf jeden Fall schon, also ich denke natürlich schon so darüber nach, Jessie und ich sind ein sehr, sehr unterschiedlicher Typ, würde ich sagen. Mhm. Deswegen frage ich mich natürlich schon so, was ist die Frau, der Typ Frau, der dich so catcht. Ich finde, ihr habt schon Ähnlichkeiten. Ja? Ja. Ihr seid beide auf jeden Fall unabhängige Frauen. Ja. Sehr starke Frauen, finde ich. Und auch sehr erwachsen. Ja. Und das ist für mich schon mal etwas, was mich beeindruckt. Mhm. Da habt ihr auf jeden Fall Ähnlichkeiten. So nichts Oberflächliches. Einfach nur wie ihr seid. Grown, independent woman, I love it. Hey, let's go for it. Lass heiraten. Ja. Deswegen verstehen wir uns auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Sie und Jessie, oder was?
Ich dachte, sie verstehen sich so gut, weil sie beide schon was mit Hannah hatten und das verbindet. Sorry, mein Fehler. Also ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, wenn du halt in der Villa wärst, wie ich so auf dich reagiert hätte. Dazu gebe ich aber keine Antwort. Ja, das ist halt das Ding auch. Es kann ja sein, dass sich da auch was in der Villa entwickelt, ne? Generell. Es ist halt auch ein Gedanke, der kommt mir natürlich auch. Oh shit, jetzt geht's hier los. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, weil ich bei euch allen irgendwie so ein richtig... Ist schon... So wie so ein Familiending irgendwie. Das war jetzt die Chance, da ein bisschen rauszurücken. Aber als ob man da sitzen würde und sagen würde, du mit Dora fummel ich aber übrigens jeden Abend. Es ist schon sehr familiär. Friendship-mäßig, ja. Familiär, Friendship-mäßig auf jeden Fall. This is really strange. Nee, als ich bei Hannah war, habe ich nicht an Dora gedacht, nee. Warum sollte sie auch? Würde man vielleicht, wenn man richtig verknallt ist, aber ist sie ja nicht. Ach, weiß ich nicht. Hannah und Paula werden auch einen schönen Abend haben, warum können wir es dann nicht haben? Tonight's gonna be. Denn bei den Mädels geht jetzt hier gut die Sause, ne? Perücken wurden ausgepackt und jetzt ab auf den Dancefloor. Ja, ich muss sagen, das habe ich echt gebraucht heute Abend, so einen Abend. Das war so ein scheiß Tag für mich. Es wird hier getanzt. Wilde Dances, die wir sonst nur bei Temptation Island sehen. Und noch viel mehr. Also es wird sogar ein bisschen rumgeknutscht. Was hier abgeht gerade, ist einfach nur unglaublich. Jetzt stehen sie alle in Bikinis und Badeanzügen unter der Dusche. Warum? Weiß kein Mensch. Auf einmal alle in die Dusche rein. Ja. Ich fand's halt anregend, ne? Es wird jetzt auch heute kein Ende finden. Das wird jetzt auch genauso weitergehen, wie es vorhin in der Dusche geendet hat. Ja. Hauptsache, die Mädels haben eine gute Zeit, würde ich behaupten. Und keiner ist da traurig gerade. Wir kommen zurück zum Date. Ich würde mich gerne mit dir da hinlegen, wenn das okay ist. Ja? Aha. Okay. Also da war ich natürlich noch mal kurz ein bisschen aufgeregt, irgendwie dann ihr auch körperlich so sehr nah zu sein, irgendwie auch neben ihr zu liegen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Da wird doch gleich wieder geknutscht. Habe ich so im Bauchgefühl. Du riechst wirklich auch wirklich sehr gut. Das mit dem Riechen, ne? Das hatte auch Hannah zuerst gesagt, als sie dann Paula geküsst hatte. Vielleicht versucht Paula ja auch immer mal wieder, die Schiene noch mal einzuleiten damit. Echt? Echt? Ich habe doch heute extra kein Deo benutzt und noch mal 5 Kilometer war ich laufen, unten am Strand. Danke fürs Kompliment, dass ich noch gut rieche. Weiß ja auch nicht, wie das kommt. Wie fühlst du dich in meiner Nähe? Wohl, auf jeden Fall. Wie ist es, wenn du in der Gruppe bist? Wenn ich dabei bin? Geht so. Das bin ich natürlich auch so nicht gewohnt. Verständlich. Aber manchmal hat man das bei der Prinzessin ein bisschen das Gefühl, als wären diese Fragen irgendwie so alle einstudiert, oder? Die kommen immer so auf Knopfdruck. Das finde ich ein bisschen unauthentisch. So. Normalerweise bin ich dann auch die Number One. Sonst bin ich jetzt halt gerade nicht. Und ich glaube, gestern war das halt schon schön, dass du auf mich zugekommen bist. Es war schön. Ja. Ja. Jetzt guck doch mal zurück, Hannah, und dann kann endlich Paula deine Lippen berühren mit ihren. Ja, ich nehme mir das, was ich möchte in dem Moment eigentlich. Ist das ein gutes Zeichen? Will man so eine Partnerin an seiner Seite? Ich nicht. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Reiz. Ein bisschen kribbeln. Aber ist das genug? Naja. Na endlich. Na endlich wird da jetzt geknutscht. Unter der Decke, in die sie Jessie auch schon eingehüllt hatte. Super. Wenn Hannah und ich uns küssen, dann ist es halt schon so, dass es ja schon eine Spannung in meinem Körper auslöst. Schön, 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 schön. Apropos küssen, eine hat da aber jetzt sowas von Bock, sich über eine andere herzumachen. Das zeige ich euch jetzt. Also der Abend ist dann aus dem Ruder gelaufen. Ihr müsst es halt wirklich in voller Länge sehen, ne? Die gehen so krass ran, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hab gedacht, holy shit, das war echt krass. Wenn nicht, ist deine Schuld, nicht meine. Lass doch einfach! Ach, die spielen Flaschen rein. Daher diese Rummelknutsche. Ab morgen ist auf jeden Fall wieder Hannah-Time. Aber heute haben wir gesagt, was in der Villa passiert, bleibt in der Villa. Ja, da bei denen geht's krass her, ne? Kann man so sagen. Bei Hannah und Paula?
Hast du gut geschlafen? Nein, ich habe gar nicht gefragt. Also ich bin heute Morgen mit einem komischen Gefühl aufgewacht. Scheiße. Ich hab sie auf jeden Fall gern. Aber ich kann noch nicht ganz genau sagen, wie ernst diese Gefühle sind für sie. Okay. Ich dachte halt jetzt, da lief ein bisschen mehr und sie ist sich jetzt sicherer. Na gut, vielleicht lief ja auch ein bisschen mehr und sie ist sich unsicherer. Oder nicht so sicher, wie sie jetzt halt gerade ist. Aber was soll das? Der Abschied heute fiel dann halt auch schon ein bisschen schwer. Also ich wäre schon auch gerne geblieben. Okay, also Paula ist immer noch happy, kann man so sagen. Später. Bis dann. Ich gehe mit sehr, sehr gemischten Gefühlen zurück in die Villa. Okay. Wegen Dora oder was? Ich hoffe halt einfach, dass ich herzlich willkommen geheißen werde. Ah, die denkt, die Mädels haben jetzt keinen Bock mehr auf die, weil die das erste Übernachtungsdate hatte. Du, wenn du wüsstest, was die für einen Spaß hatten gestern. Mehr als du wahrscheinlich. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich hab dich auch vermisst. Du lügst atemberaubend gut. Also mir ist schon auch bewusst, dass das bestimmt für mich nicht nur schön sein wird, das zu hören, sondern auch gemischte Gefühle hervorrufen kann. Oh shit, da habt ihr auf jeden Fall schon mal dasselbe Vokabular benutzt. Mit den gemischten Gefühlen. Ja, also wir haben natürlich nicht miteinander geschlafen, falls es irgendjemand gedacht hat, das ist, ne? Natürlich nicht miteinander geschlafen. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass sie miteinander schlaft. Aber okay, mich fragt ja keiner. Ich war der große Löffel. Und ich bin wirklich so eingeschlafen. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohl mit Hannah. So, das. Ja, schön, das freut uns alle. Das freut vor allen Dingen Maria, ne? Ja, die hat sich jetzt auch wieder beruhigt. Und ich glaube dir das auch, wenn die jetzt sagt, sie freut sich. Ganz ehrlich, die hatte gestern einen schlechten Tag, aber heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Natürlich macht man sich dann ein bisschen Gedanken, okay, könnte Hannah Paula doch besser finden als mich. Ich glaube aber nicht, ne? Die war ja jetzt nicht hochbegeistert, die Hannah. Ich glaube, es hat halt viel für sie zu bedeuten, dass sie jetzt zum Beispiel auch dort geschlafen hat und so und sich wohlgefühlt hat. Ja, das gefällt Dora nicht. Die ist kurz vorm Weinen. Toll. So. Jetzt ist aber hier endlich die Ladies Night. Da passiert heute auch wieder so einiges, Leute. Also gucken wir jetzt da mal rein. Hannah ist da! Wow. Guck mal, sie hat heute auch einen rausgehauen. Ja. Schön sieht's aus. Hallo. Ja. Dankeschön. Die Begrüßung war, würde ich sagen, ziemlich neutral. Also wir haben uns begrüßt, wir hatten auch eine schöne Umarmung, aber mehr jetzt auch nicht. Die war jetzt eher unspektakulär. Schade. Schade. Hätte ich mir einen Kuss erhofft. Jetzt wieder komisch, ne? Ja. Das ist schon einfach schräg. Ich meine, ich habe Löffelchen mit der geschlafen. Ich schlafe mit niemandem Löffelchen. Aber wie viel bedeutet das Hannah? Vielleicht schläft sie mit jedem Löffelchen. Im Endeffekt, das Löffelchen schlafen, ja. Ich finde, das ist jetzt nicht so wow. Ich meine, das sind lesbische Frauen. Die könnten easy da mal irgendwas machen. Ich glaube, auch in der Villa läuft viel, was wir nicht wissen, so. Ich hätte einfach gedacht, da passiert ein bisschen mehr. Die redet ja nicht mal, dass die irgendwie die ganze Nacht geknutscht haben oder die ganze Nacht geredet oder sonst was. Da war ja irgendwie anscheinend nichts. Echt? Ja, verstehe ich total. Wir haben uns heute Morgen auch schon nochmal richtig geküsst. So, weißt du, es ist halt so. Hey, guck mal, wir haben uns heute Morgen nochmal richtig geküsst. So. Von der ganzen Zeit haben sie sich dann einmal richtig geküsst und das war morgens? Vielleicht verstehe ich das ja auch alles falsch, aber irgendwie kommt es mir so rüber, als wäre da eigentlich fast gar nichts gelaufen. Und das ist für mich ein sehr schlechtes Zeichen. Haut muss gezeigt werden, ist einfach so. Es ist cool, das finde ich halt nicht wichtig gerade. Ich bin halt einfach jetzt gerade nicht wichtig. Es war auf jeden Fall auch nachdenklich, aber ich glaube, heute waren einfach andere Mädels an der Reihe. Ach, das finde ich gut. Da hast du recht. Entschuldigung, dass ich hier mir einen abgerne. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich so lange gebraucht habe, dich mal anzusprechen. Jetzt macht es aber endlich mal und es läuft auch gar nicht so schlecht, das Gespräch. Ich sag mal so. Warte mal, eine spannende Sache ist passiert. Vorsicht, dass das nicht zu weit nach unten rutscht. Das hier, ne? Ja. Ist auch nicht schlimm. Die Princess lässt er nämlich tief blicken heute, ne? Nicht für uns, schade. Aber für die Kandidatinnen. Wenigstens hat einer was davon.
Ja, oder mehrere halt, ne? Ich merke bei Tai auf jeden Fall immer mehr Interesse von mir auch. Schön, dann hat es sich jetzt endlich mal gelohnt, dass sie angesprochen hat. Da freue ich mich, weil ich finde Tai sehr sympathisch. Bin im Game! Endlich. Endlich! Ich finde dein Lippenstift cool. Wie hast du das gemacht? Ja, wie hast du das gemacht, ne? Da lässt sich Maria nicht zweimal fragen und kommt direkt, soll ich dir den nicht auch machen, die Lippen? Und ab geht's. Das hat Maria sehr clever gemacht. Ich glaube, sie wollte einfach nur ein bisschen Zeit mit mir. Absolut hat sie das clever gemacht. Ich lieb's. Weißt du, die sieht die Chance und ergreift sie direkt. So muss es gehen hier bei so einem Format. Ich versage das nicht. Ich stell dir vor, genau bei dir. Vielleicht. Ja, dann bist du direkt raus, sorry. Ja, ich weiß. Also. Ich meine, es ist das Mal, dass ich an ihr so nah gewesen bin und dass ich meine Hände an ihr machen könnte. Also, das hat sich gut gefühlt. Schön. Die nimmt echt alles, ne? Wie so Strohhalm oder wie das heißt. Greift nach dem letzten Strohhalm, mach mal in die Arme. Die rasen alle aus. Das sage ich dir. Ich lieb's. Das passt einfach schon wieder so gar nicht zu der. Sieht gut aus. Dankeschön. Sie ist wunderschön und von näher noch mehr wunderschön. Das glaube ich. Das wäre bei mir andersrum. Bevor du hochgehst, lass mich kurz glücklich machen. Was willst du machen? Dass ich die aufsetze? Ja, ich will das sehen. Ich will kurz, dass du die Maske anziehst, das Kleid kurz mal fallen lässt. Ich sehe ja, du hast kein BH an, vielleicht ja auch kein Unterhöschen und dann gucken wir mal. Aber nur ganz kurz, kannst du mich ganz kurz glücklich machen? Der das sieht jetzt gerade, ich glaube, der checkt, wer wirklich der Teufel hier drin ist. Ist ein bisschen hängen, guck mal, ob das passt. Ich habe einen kleinen Kopf. Ich habe auch einen kleinen Kopf. Haben sie wohl beide einen kleinen Kopf. Oh mein Gott. Komm mit hoch. Komm mit hoch. Ich fand's lustig. Ich find's irgendwie ein bisschen crazy. Also, vor allen Dingen, dass sie jetzt damit hochgeht. Ich hab ein Geschenk! Das war Fetisch, oder? Was ist das für ein Fetisch? Ich hab doch keine Ahnung. Seht ihr? Und das ist voll mein Ding. Also, ich kann ihre Bunny sein auf jeden Fall. Sie kann meine Hannah sein. Maria? Piano! Ja, ich wollte einmal mit Jessica sprechen. Ist das okay? Ja, klar. Ja? Nein, das ist nicht okay. So, und jetzt runter mit dem Kleid. Mann, was ist los mit mir? Aber wieso hat die Maske immer noch auf? Ich kann die gar nicht ernst nehmen. Bei mir war einfach wichtig, dass ich Jessica Sicherheit gebe. Und weil ich möchte, dass sie auf das vertraut, was wir haben. Ja, aber auf was willst du da vertrauen? Im Endeffekt kannst du ja niemandem deine Garantie geben. Das ist auch ein bisschen naiv gedacht, oder? Und sich nicht von anderen Frauen verunsichern lässt. Wie hast du dich gefühlt generell jetzt in den letzten Tagen? Gestern dann scheiße. Ah, sie ist ehrlich. Lieben wir. Kann ich verstehen. Aber es gibt natürlich Menschen, wo man von Anfang an was spürt. Mhm. Und das habe ich bei dir. Ich dachte jetzt, sie meint, und das war bei Paula so. Und jetzt habe ich bei dir. Gespräch erstmal so und dann wieder. Ja, das ist wie Achterbahn, du brauchst einen Führerschein hier. Ja, mich jetzt genauso. Und ich habe auch von Anfang an gemerkt, dass wir eine sexuelle Anziehung haben. Mhm. Ja, die. Und das hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Bei mir auch nicht. Oh, schön. Die wichtigeren Momente sind die Momente, was sie zu mir sagt. Und es sind Sachen, die schon Gewicht haben für mich und auch was bedeuten. Ich finde auch, man sollte jedes Wort gewichten, weil wenn du anfängst zu überlegen, ach, mach das, hat das Gewicht oder nicht oder wie oder was, dann kannst du Menschen ja nicht vollkommen ernst nehmen in dem, was er redet. Außer es sind gute Witze. Die sind natürlich okay. Jetzt bin ich leider voller Glitzer. Theoretisch wäre mir das egal. Ich weiß nicht, ob die anderen das checken. Also, die sind auf der einen Hand ein bisschen cringe, ne? Aber ich finde Verliebte immer so ein bisschen cringe. Ja. Ich fange an, mich ein bisschen zu verknallen. In Jessica. Also, wie die das sagt, ja noch so verliebt da runterguckt. Ich glaube, es hackt. Das hat sie bei Paula nicht gesagt und die hatte ein komplettes Übernachtungsdate. Also momentan sehe ich da Jessica ganz weit vorn. Oh, das ist ja keiner. Die sind ja verrückte Hühner, ne? Verrückte Hühner, das wird jetzt erstmal sauber gemacht. Ja, mein Lippenstift ist auf jeden Fall nicht kussfest. Süß, ey. Das finde ich ein süßer Moment. Das sehen sie nochmal so zurück und dann küssen wir uns nochmal. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sage ich sogar mega, mega 10-10. Ja, es hat sich sehr gelohnt. Also ich fand die Situation auch sehr schön.
dass sie beide halt auch dann wieder gelacht haben und aus der ernsten Situation irgendwas Lustiges gemacht haben. Aber sie ist eher so ein bisschen Piano auch mit dem, was sie erlebt, ne? Also so viel Gewicht gibt sie den Sachen ja doch nicht, weil wäre ich jetzt das gewesen, mit ihr, ich hätte rumgeknutscht an dem Bad, dann hätte sie mich nochmal zu sich gezogen und so, ich wäre voll Kraft. Ich wäre, ciao, Leute, ihr könnt alle eure Koffer packen, ich bin die Gewinnerin. Wollen wir? Kurz hoch. Jetzt wird sich die nächste hier vorgenommen, Laura. Ja, und Laura redet und redet und redet und redet. Wir fangen einfach mal mittendrin an, weil es eigentlich auch egal, was sie da sagt. Deswegen weiß ich immer nicht so Bescheid, weil das ist auch immer so ein Problem von mir, dass ich immer nie so selber diesen Move mache, sondern immer warte. Ich glaube, die hat halt eine Liste, ne? Eine Abhackliste. Jessie, Laura, eigentlich stehen alle doch drauf. Come on, es wird eine wilde Nacht. Mir ist jetzt voll mein Blitz. Das Komische ist ja, diese Situation ist jetzt genau eigentlich dieselbe wie mit ihr und Jessica eben. Sie knutscht mit diesem Glitzer im Maul. Aber jetzt guck mal, wie sie hier reagiert mit Laura. Ich? War halt auch ein bisschen irgendwie unpassend, dass sie vorher diesen Glitzer-Lippenstift auch in Maria bekommen hat. Guck nicht mal. Guck dich halt nämlich wieder. Die lacht ohne Ende, aber sah selber doch eben genauso aus und Jessie auch. Also das verstehe ich nicht. Ist das jetzt einfach dieses super überdrehte, weil sie dann machen kann, was sie will, weil sie ist ja die Prinzessin. Oder findet sie das jetzt wirklich zum Schießen? Also, weiß ich nicht. Oder ist das wirklich das Laute, was wir bislang noch nicht gesehen haben von ihr? Ich konnte nicht mehr. Ich mache nie wieder Lippenstift auf meine Lippen. Ich drehe auf jeden Fall durch in diesem Haus. Ach geil, aber zumindest sieht sie es, ne? Die ist schon cool, come on, die ist schon cool. Du hast Geschmack. Oh Gott. Was ist denn? Die bringt mich um, ey. Warum? Weil sie krass ist, ey. Warum? Also wer hier redet, Paula und Jessie, die müssen sich natürlich wieder updaten, ne? Wenn es nach mir ginge, müsste sie jetzt nicht jedes Mal direkt den Step auf mich zugehen. Das finde ich geil, dass sie das sagt, weil sie hat damit angefangen. Beim letzten Mal ist sie dann sofort zu Jessie gegangen und hat gesagt, hey, du, bla, und na, ich will nicht, dass es komisch zwischen uns wird. Deswegen glaube ich, macht Jessie das auch umgekehrt. Aber das passt dir jetzt nicht mehr. Klar, so wäre ich auch. Dann hat sie auch gesagt, ja, dass sie sich halt sehr wohl bei mir fühlt, ja, und so. Und dann haben wir es halt geküsst. Ja, genau. Ja. Aber guck mal, wenn die so erzählt, ne? Also Jessie, Paula, ich finde, man merkt total, dass Paula da überhaupt keinen Bock drauf hat. Aber das merkt Jessie überhaupt nicht. Das ist irgendwie komisch. Und dann haben wir halt gecheckt, oh mein Gott, dass wir ja beide runter im Stift haben. Und dann das war auch gar nicht so. Ihr habt das vorher schon gecheckt. Und dann hat die gesagt, ja, gut, schnutschen wir trotzdem rum, egal. War halt die Situation im Bad recht lustig. Ja. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es macht gar nichts mit mir. Aber ob das jetzt gerade das Ego ist oder die Gefühle, das ist jetzt gerade so die Frage. Ja, die sagt das toll. Die sagt das wirklich auf den Punkt. Super. Kann ich nichts hinzufügen. Kann ich nichts hinzufügen. Ach doch, Paula 27 ist eigentlich mit Jessica befreundet. Wie geht's dir? Gut. Gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Sie erzählen eine komische Situation. Ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind. Die eine sitzt auf dem Klo, also die eine und die Princess, die andere davor. Fast wie ein Einzeldate. Du hast auch Glitzer an den Lippen. Was hast du angestellt? ich habe tatsächlich deinen Drink probiert. Das ist irre. Check ich nicht sowas, check ich nicht. Also jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Corona, aber davor hätte ich auch schon gesagt, geht's dir zu gut. Was probierst du denn einfach mal einen Drink? Was ist, wenn ich morgen Herpes habe und ich frage mich die ganze Zeit, von wem? Und eigentlich habe ich es von dir, weil du hast doch gestern meinen Drink da angelullert. Das ist auf jeden Fall keine Memme. So, okay. Dann gelte ich als die Glitzercreme. Aber der Princess scheint das scheint überhaupt nicht zu stören. Kackegal. Cheers. Habt ihr auch geklutscht, oder was? Die sehen das halt sofort, wenn die da rumknutschen, weil jetzt natürlich deren Fresse glitzert. Das ist ja ganz klar. Ich denke, sie küsst gut. Oder? Ich denke, sie küsst gut, oder? Doch, küsst gut, ja. Also, wie sie da steht, Laura, ne? Ich habe so einen Jennifer Aniston-Moment. Aber sowas von zu 1000% mit der Hand, dann shake die so, doch, die küsst gut. Also, ich weiß nicht, aus welchem Film, aber ich sehe da Jennifer Aniston. Kann sein. Ja. Ja. Ist halt so jetzt, ne? Aha. Jetzt sind sie nicht mehr die einzigen beiden, die mit ihr rumgeknutscht haben. Blöd. Müssen wir jetzt akzeptieren. Ja, fand ich schwierig, weil es halt so kurz nach meinem Moment war. Das war dann schon wieder so, okay,
Jessica hat wenigstens noch Glitzer auf den Lippen. Ich heule. Wie witzig ist das? Ja, schwierig einfach. Ja, ist schon kacke, aber come on. So ist das Game. Welcome to the Kissing Club, girl! Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen drüber. Welcome to the Kissing Club, girl! Nee. Nee, da wäre ich raus, da wäre ich raus. Da gibt es auch keinen Anstoßen mehr und du sprichst mich auch nicht mehr an. Hast du mich verstanden? Das hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht. Ich freue mich für sie. Klar, für mich freue ich mich nicht. Period. Ich meine, sie sagt, wie es ist. Finde ich super. Wir kommen zurück zur Toilettenszene, weil das war es noch nicht da. Diese ganzen Küsse, die jetzt fallen, sind für mich so rumgeknutscht im Club. Küssen kritisch bei mir. Ich habe ein Kusstrauma erlitten als kleines Kind. Ich freue mich. Kusstrauma? Ja. Ja, Kusstrauma, ne? Jetzt erklärt die, wie, weshalb, warum. Ist auch schon ein bisschen krass, aber erstmal, was sagt denn die Prinzess dazu? Naja, das hat mich im ersten Moment, wo ich Kusstrauma gehört habe, hat mich das abgeschreckt, weil ich ein Mensch bin, der unglaublich gerne küsst. Und irgendwie, wenn jemand ein Trauma hat zu küssen, wäre das für mich, das wäre vielleicht so ein wirkliches No-Go. Es ist schon wieder hart gesagt, aber verständlich. Wenn du ein Mensch bist, das. Also dem es sehr, sehr wichtig ist zu küssen und du hast eine andere Person, die sagt, die hat ein Kusstrauma, was ja schon mal impliziert, dass sie vielleicht nicht so gerne küsst oder gar nicht küsst oder was weiß ich, dir es aber sehr wichtig ist, finde ich das wirklich nur ehrlich, zu sagen, ich glaube, das wird dann nichts mit uns. War das halt so, dass ich zwei Menschen im Kindergarten habe, zwei Typen, die mich halt jeden Tag verfolgt haben und mich küssen wollten. Die haben mich halt festgehalten und ich bin weggerannt und hab mich versteckt den ganzen Tag. Mann, das klingt so schlimm. Ich find's auch krass, dass sie das noch weiß. Ich kann mich wirklich an gar nichts mehr erinnern aus dem Kindergarten. Was vielleicht auch nicht so ein gutes Zeichen ist, aber nie. Ich glaube, da lief alles gut. Und seitdem ich das hatte, zieht sich das durch mein ganzes Leben, dass mich einfach jemand küsst. Ohne zu fragen, ohne dass die Blicke stimmen, ohne dass es gerade passt. Mhm. Ah, die meint generell mit Consent küssen. Also jetzt nicht, dass sie gar nicht mehr küsst, sondern nur, wenn sie es wirklich will. Okay. Also könnte Hannah mit ihr, also es würde schon funktionieren. Und ich habe auch hier direkt gesagt, boah, ich will hier auf gar keinen Fall knutschen. Ich will den letzten Kuss von dir bekommen und nicht den ersten, den zweiten, den dritten oder den fünften. Das checke ich überhaupt nicht. Ich sehe den Zusammenhang nicht zwischen ich habe ein Kusstrauma und gib mir den letzten Kuss irgendwie. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Ihr? Okay. Ja. Finde ich schön gesagt. Ja. Ja gut, wenn die Hannah das schön findet, dann schwingen wir doch die grüne Fahne. Ja, und jetzt können wir auch runter. Kannst du weiter knutschen gehen. Oh Mann, heute hat sie sich echt schon gegönnt. Kann es sein? Ich bin auch niemand, der etwas überstürzen würde oder jemanden in eine Situation drängen würde. Und ich glaube schon, dass wir Gespräche haben werden, wo sie sich so wohlfühlt, dass es auch zu einem Kuss kommen kann. Ja, dann hat sie aber nicht zugehört. Die hat doch ganz klar gesagt, den letzten Kuss. Würde sie sie jetzt irgendwo wann anders küssen, das wäre doch scheiße. Außerdem steht auch schon heute wieder in der Bauchbinde. Heute wieder. Steht in der Bauchbinde, hat heute mit drei Frauen geknutscht und sitzt da. Ich bin niemanden, der einfach so irgendwen küsst. Mann. Hello. Hab jetzt auch noch geknutscht? Jetzt läuft hier aber jetzt der Stein zum Rollen gekommen. 10 Mal, ne? Hier. Hast du Glitzer? Ich küsse doch nicht auf den Mund, Leute, wisst ihr doch. Die sitzen halt echt und die geküssten und warten so. Und, wird's eine mehr auf dem Sofa oder wie sieht's aus? Ich nehme das schon mal hier auf den Schoß, ne? Scheiße, ja, mit Kathi, da ist ja auch noch was. Und zwar, die hat sich jetzt entschieden zu gehen und hat jetzt noch ihr letztes Gespräch mit der Princess. Kathi wartet hier auf dich. Ich hab halt gesehen, es ging ihr in dem Moment nicht gut und ich wollte einfach für sie da sein. Das war mir wichtig. Das finde ich auch geil, ne? Ich hab halt gesehen, es ging ihr nicht gut. Die Szene davor. Kathi wartet hier auf dich. Die wäre einfach vorbeigegangen. Brutal. Ich glaube, ich habe es sehr genossen, mit dir auch gestern länger zu sprechen. Aber ich merke, dass so bei mir, glaube ich, der Vibe nicht so da ist. Und. Entschuldigung. Alles gut. Und ich glaube, dass du andere Mädels vielleicht schneller und intensiver kennenlernen kannst als mich. Ich brauche, glaube ich, zu viel Zeit und auch zu viel Aufmerksamkeit. Und deswegen würde ich dich bitten, mir heute meine Kette abzunehmen. Ich finde das so total süß, wie die das gemacht hat, ne? Ganz total süß. Aber es tut mir auch mega leid, weil ich habe einfach gar nicht das Gefühl, dass Kathi diese Entscheidung wirklich will. Sie nimmt der Prinzess diese Entscheidung nur ab, weil sie merkt, ich habe eh keine Chance.
So, und das finde ich irgendwie traurig. Fällt mir nicht so richtig, dass sie sich da so schon selbst rausschmeißt quasi, um das Beste für die Prinzessin zu wollen, so. Nicht, weißt du, nicht, weil ich dich nicht toll finde. Ganz vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit, wirklich. Du bist eine wundervolle Frau. Ich finde es schön, dass sie noch mal das Gespräch gesucht hat, vor der Ladies Night mit mir darüber zu sprechen und sich auch richtig bei mir zu verabschieden. Ja, ach Mann. Tschüss! Ciao! Ja, die verabschiedet sich jetzt, denn es kommt ja jetzt auch wieder die große Entscheidung, wer darf heute bleiben, wer darf gehen. Ich gehe in die Ladies Night mit einem sehr sicheren Gefühl, weil ich bei sehr vielen Frauen weiß, dass ich da Interesse habe. Und ich weiß auch, bei welchen Frauen es auf jeden Fall auch nicht passt. Und ich bin mir diesmal sehr sicher. Das ist geil, weil voll oft gehen die Entscheidungen und sagen so, ich weiß es eigentlich nicht so genau. Aber wenn die sagt, die ist sich sicher, dann wissen wir, okay, die, die heute gehen, da weiß sie safe, das wäre nie was geworden. Außer halt jetzt mit Kathi, die hat ja selbst entschieden zu gehen. Ena. Ich bewundere, dass du so stark bist. Aber ich muss sagen, wir haben einen unterschiedlichen Lebensstil und ich glaube, das wird nicht zwischen uns passen. Hallo? Kannst du nicht die Leverkusenerin rausschmeißen? Das geht nicht. Da protestiere ich aber. Einspruch! Ich wünsche dir aber trotzdem alles, alles Gute. Oh Mann, weil die ein Kind hat, ne? Ist schon hart, aber finde ich auch wieder gut. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als für eine Mutter jemanden kennenzulernen und dann stellt sich da, wenn du schon Gefühle investiert hast und so heraus, die Person hat eigentlich gar keinen Bock auf dein Kind und dann musst du dich die Person verlassen. Vielleicht hast du aber schon das Kind kennengelernt und so. Also ich finde, das ist wirklich ein Thema, da muss jeder für sich entscheiden, kann ich das mit dem Kind oder nicht. Und wenn du dich dazu entscheidest und sagst nein, dann muss man das auch einfach akzeptieren, so hart es klingt. Ich bin nicht bereit, eine Beziehung einzugehen, in der jemand schon ein Kind hat und auch ein Kind in dem Alter, wo man sehr viel Einfluss noch auf das Kind hat. Ich möchte da einfach ehrlich sein und sagen, es ist einfach nichts für mich. Ich kann das nicht. Sehr gut gemacht, Baby. Ehrlichkeit währt da am längsten. Ich freue mich tatsächlich sehr auf meinen Sohn und bin total gespannt, ihn bald wieder in meinen Armen zu haben. Ich kann es kaum erwarten. Schön. Guck mal hier. Die grüne Fahne, weil du warst toll. Ihr wisst, warum sie weht, weil sie aus Leverkusen kommt. Charlotte, ich finde, du bist eine echt tolle Frau. Ich halte dich für einen sehr intelligenten Menschen. Ich muss aber leider sagen, dass ich nicht so richtig eine Verbindung zwischen uns gespürt habe. Und ich muss dir leider die Kette abnehmen. Verstehe ich. Ja, auch die gute Charlotte wird uns heute leider verlassen. Danke. Ich wünsche dir aber trotzdem alles, alles Gute. Das wäre eine gute Besserung. Das finde ich total komisch. Alles, alles Gute und gute Besserung. Warum denn gute Besserung? Bist du krank? Ist sie krank? Warum gute Besserung? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Danke trotzdem für den schönen Abend. Und es fällt mir sehr schwer, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich würde gerne noch mal eine Gruppenumarmung bekommen, wenn das okay ist. Gruppenumarmung, wie süß. Wieder voll unerwartet, als ob man von der Princess erwartet, die will eine Gruppenumarmung machen. Da sage ich Daumen hoch. Was willst du mehr? Ja, und das war's heute mit der Folge. Wir gucken mal rein, wie es nächste Woche weitergeht. Ja. Macht euch auf eine Bastelstunde der besonderen Art gefasst. Jonis entscheiden. Ja, das ist genau mein Thema heute. Habt ihr so ein Favorite an Vulvas? Hauptsache Loch. Oh Gott. Befriedigt ihr euch selber oder? Ja, klar. Jeden Tag. Ich liebe Ausprobieren. Viva la Vulva! Die Stimmung war sexuell geladen. Ich möchte am liebsten niemanden daraus nehmen. Bin ich gespannt. Was sagt ihr zur heutigen Folge? Ich freue mich doch auf eure Kommentare, eure Meinungen etc. pp. Ihr Süßen, einen wunderschönen Tag wie immer und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Ah ja. War ein Hingucker.